Guten Abend, liebes Publikum. Mein Name ist Jan Feddersen. Diesen Abend moderiere ich. Es ist der 96. Taz Talk seit Corona-bedingter Einführung unseres Talk-Formats. Eine ganz besondere Ehre, heute Abend zu Gast zu haben. Ich bin selber voller Wissbegierde. Herzlich willkommen, Dr. Philipp Osten vom Medizin, von der Universität Hamburg, Leiter der Medizinhistorie. Schön, dass Sie da sind. Hallo, schönen guten Abend. Ich will Ihnen kurz sagen, wer Philipp Osten ist. Sie konnten auch schon dieses und das bei uns in der Taz lesen. Er ist Jahrgang 1970. Er gehört mit zu den wichtigsten und intensivsten und im Übrigen auch bekanntesten Medizinhistorikern. Und einige von Ihnen werden die Medizinhistorie kennen. Und da gibt es in der Tat viel zu bergen, viel zu schreiben. Er ist unter anderem, neben vielen anderen Veröffentlichungen, ist er auch beteiligt mit einem Aufsatz in dem Kompendium 100 Jahre Universität Hamburg. Da ist der erste Band gerade vor einigen Wochen erschienen. Und Philipp Osten hat auch zu Corona seine ganz eigenen Auffassungen. Vor allen Dingen hat er da viel historisch einzuordnen. Das ist übrigens heute ein Talk-Format, das wir als Taz gerne Ihnen aufbereiten, Ihnen und euch. Wir finanzieren uns über unsere Möglichkeiten über Tazalig und bitte Sie herzlich, dorthin zu spenden. Denn wir machen das alles im Rahmen unserer Möglichkeiten strikt ehrenamtlich. Philipp Osten, wenn wir über Corona sprechen, verdient überhaupt jetzt schon Corona eine Historisierung? Gibt es bereits eine umfängliche Geschichte des Impfens? Das eine ja, das andere nein. Also es ist natürlich so, dass viele immer gefragt haben, gerade ein Medizinhistoriker zerrt man hinter dem Ofen hervor und fragt ihn, wie ist denn das mit den Seuchen? Ihr kennt euch doch damit aus. Und die Frage ist immer, was hat man aus historischen Seuchen gelernt? Was lernen wir aus dieser Seuche? Und diese Frage wir ist immer eingeteilt in zwei Hälften eigentlich. Was lernen wir als Gesellschaft? Und was lernt wir Mediziner? Was lernen die Mediziner daraus? Es ist ja immer so ein bisschen der Wunsch dabei, das zu historisieren, weil mitschwingt, ja, es sollte eben möglichst vorbei sein. Es gibt ja ein spannendes Buch von Hans Blumenberg, das heißt Schiffbruch mit Zuschauer. Und diese Attitüde des Zuschauers, die würde man ja gerne wieder einnehmen, wenn man am sicheren Ufer steht, in einer Zeit, in der es keine Seuchen gibt. Aber wenn wir ein bisschen näher in die Geschichte gucken, ist also quasi seit 1981 HIV/AIDS. Und immer wieder sind Seuchen aufgetreten, die neu kamen und auf die wir uns komplett neu einstellen müssen. Sie haben uns ein paar Bilder mitgebracht. Ich glaube, das erste ist schon spektakulär genug. Wollen Sie uns das mal zeigen? Ja, das mache ich gerne, wenn ich das hinkriege, das zu tun. Hier ist es. Sieht man das Bild? Oh, das sieht man deutlich. Ja, das ist, das sind zwei Moulagen. Moulagen, das sind Wachsbilder. Und zwar haben die Menschen in der Hautklinik damit gelernt, sich Hautkrankheiten zu vergegenwärtigen. Es gab ganz viele bildende Künstlerinnen und Künstler, die für ihren Broterwerb Moulagen angefertigt haben. Und da sind einige wahre Schätze drunter in den Universitätskliniken. Mein Kollege Henrik Essler forscht dazu. Und diese Moulagen, die sind wirklich besser als das, was man im Wachsfigurenkabinett sieht. Also besser als Queen Mary oder Udo Lindenberg, weil sie wirklich ganz genau gefertigt sind. Also zum Teil sind eben diese echten Haare mit eingebaut und so. Und es sind eben detaillierte Porträts von Hautkrankheiten. Und das hier, das sind die Pocken. Also eine Seuche, die wir heute nicht mehr haben, die aber absolut verheerend gewesen ist. Und seit wann haben wir die Pocken nicht mehr? Seit 1973 impfen wir in Deutschland nicht mehr dagegen und seit 1979 sind sie für eradiziert erklärt von der Weltgesundheitsorganisation. Nicht? Also diese Ausrottung der Pocken, schlimmer Begriff Ausrottung, aber sozusagen die Pocken loszuwerden, das war die große
Errungenschaft, die die CDC, also damals Center of Disease Control in den Vereinigten Staaten, zusammen mit der WHO gestemmt haben. Das war in einer Zeit, in der tatsächlich Amerika noch diesen Weltmachtanspruch hatte, der auch mit einer Salutogenese zu tun hatte, mit einem Gesundheitsprogramm. Und die Pocken sind auch die allererste Krankheit, gegen die geimpft wurde. Seit wann sind die Pocken historisch überliefert? Seit wann wissen wir, dass es den ersten Pockenfall gab? Das ist tatsächlich etwas, was man nur sehr schwierig aus Quellen oder aus Paläogenetik herausfinden kann. Wir kennen im Prinzip die Pocken seit Anbeginn der Menschheit. Das ist im Prinzip das, was wir uns vorstellen können, wenn wir auf den europäisch-asiatischen Raum uns beschränken. In den Amerikas hat es Pocken nicht gegeben. Sie sind aber dann ja tatsächlich auch im Zuge einer kolonialen Kriegsführung als Biowaffe eingesetzt worden. Richtig eingesetzt worden. Also ja, das kann man tatsächlich nicht anders sagen. Also es ist so, dass wenn man einmal die Pocken hatte, dann ist man dagegen immun. Und die Pocken hatten, sagen wir mal, spätestens ab dem 18. Jahrhundert hatten alle Menschen die Pocken. Und dieser tatsächlich, dass man sagen kann, die Pocken sind absichtlich eingesetzt worden, wenn Siedler in Gebiete kamen, in denen die Pocken noch nicht gewesen waren und sie nahmen Pockenkranke mit, was absichtlich geschehen ist, dann kann man das tatsächlich nicht anders interpretieren. Es ist eben eine Krankheit, die natürlich auch im kontinentaleuropäischen Raum so ansteckend war, dass man sagen kann, immer wieder, Krankheiten, die besonders ansteckend sind, sind so ansteckend, dass man sie schon ganz früh als Kind bekommt. Deswegen sind das Kinderkrankheiten. Also in dem Moment, in dem eine Krankheit endemisch ist, das heißt nicht mehr als Pandemie oder als Epidemie auftaucht, sondern eigentlich überall vorhanden ist, wie wir das ja jetzt bei Covid leider auch sehen, dann werden sie irgendwann zu Kinderkrankheiten, nämlich weil die Leute, die es noch nicht gehabt haben, dann natürlich nachwachsen. Nicht? Kinder werden geboren, sind noch nicht immun dagegen. Und wenn dann genug Kinder zusammen sind, dann bricht die Krankheit wieder auf. Und das ist auch das, was damit gemeint ist, Skandal des 17. Jahrhunderts. Die Pocken kamen, so alle 5 bis 10 Jahre zogen die dann durch die Orte und nahmen 20% der Kinder mit und die anderen, bei denen sind Narben geblieben. Das heißt, man hat es einfach so hingenommen, die Pocken kommen, also immer in einem gegebenen Intervall. Ja, das ist tatsächlich so hingenommen, musste so hingenommen werden. Wir müssen uns vorstellen, dass die Lebenserwartung in Deutschland so um die 75 Jahre lag. Die Hälfte der Kinder erlebten ihren 5. Geburtstag nicht um 18. Oh, dann sind die Leute aber schon sehr alt geworden mit 75 im Durchschnitt. Nee. Nein, 45. 45. Sorry, das habe ich gemeint. 45. Das Interessante ist, dass das aber die erste Krankheit ist, gegen die dann eine Impftherapie entwickelt worden ist. Und diese Impftherapie, die kommt nicht aus der Schulmedizin, die kommt nicht von den Universitäten, sondern sie kommt aus ganz unvorhergesehener Richtung. Der erste, der das überliefert hat im Westen, war ein aus dem Gebiet von Ghana ungefähr verschleppter Sklave, der nach Boston gebracht wurde. Da gab es einen pietistischen Geistlichen, Cotton Mather, und der kriegte von seinen Anhängern einen Sklaven geschenkt, wenn man sich das vorstellen kann. Den nannte er, das ist wirklich eine grässliche Geschichte, Onesimus. Onesimus ist der Sklave von Saulus, der dann zum Paulus wird und seinen Sklaven entlässt. Und sozusagen in diese Tradition stellte sich dieser Mann. Und der hatte ihm berichtet, dass der lernte dann Englisch und er lernte lesen und schreiben, das immerhin, das gestattete er ihm. Der hat ihm berichtet, dass er auf die Frage, hast du die Pocken gehabt, hat er berichtet, ja und nein, er sei dagegen geimpft worden. Mhm. Und das ist natürlich es ist haarsträubend, 1706 dagegen geimpft worden zu sein.
Eine andere Überlieferung kommt von einer Schriftstellerin, einer britischen Schriftstellerin, Mary Wortley Montagu, die deren Ehemann war britischer Botschafter im Osmanischen Reich, also in der Türkei. Und die selbst war als Kind an den Pocken erkrankt gewesen und ihr Bruder war sogar daran gestorben. Deswegen interessierte sie sich sehr dafür. Und sie war in eine Gesellschaft von türkischen Frauen eingeführt worden und kriegte mit, dass ein Kind gegen Pocken geimpft wurde. Das war nicht eine Pockenimpfung, wie wir sie heute kennen, sondern das war so, dass die Heiler oder die heilkundigen Frauen eine Pocke aufstachen, das Sekret daraus an der Luft trockneten und dann dieses Sekret einem anderen Kind unter die Haut ritzten. Das ganz fest verbanden, dass sozusagen keine Luft daran kam, sich das auch nicht verbreiten konnte, denn dieses Kind war ja dann infektiös. Und nach so 6 Tagen brachen die Pocken aus. Mal am ganzen Körper, bei vielen aber auch wirklich nur begrenzt auf die Gliedmaße. Aber 2% derjenigen, die so behandelt wurden, starben daran. Muss man sich vorstellen. Eine Variolation nannte man das. Und das war dann sozusagen die übliche Pockenimpfung, die über die Royal Society 1721 verbreitet wurde, in den Kolonien aktiv eingesetzt wurde von den Briten, wo sie dann feststellten, dass in Indien auch diese Praxis existierte. Und dann ist, soll ich diese Pockengeschichte zu Ende erzählen? Na, mich interessiert ja? Welche gedankliche Leistung muss erbracht worden sein damals, um sich vorzustellen, ich nehme ein Erregersekret oder das, was ich für den Erreger halte, sortiere das raus und infiziere damit jemand anderen und das würde dann helfen. Ja, es gibt natürlich in der Medizingeschichte viele solche Modelle, die man auch Signaturenlehre, Zeichenlehre nennt. Es gibt also durchaus auch in der europäischen Medizin, die auch in den Universitäten gelehrt wurde, gab es etwas, was man Dreckapotheke nannte, dass man also ja einen Faden in eine Wunde einlegen sollte, damit der Eiter besser abläuft und ähnliches. Also das sind Konzepte, die kann man natürlich hoch bewerten. Das hier ist jetzt aber natürlich Beobachtung gewesen. Und es ist eine Beobachtung, die, und das müssen wir, also wir wissen über diesen Ursprung dieser Pockenbehandlung, wissen wir kaum etwas. Das liegt aber natürlich an der kolonialen Amnesie, nennt Jürgen Zimmerer das immer, an der kolonialen Amnesie, dass wir eben halt sozusagen uns damit, dass damit sozusagen sich niemand beschäftigt hat. Und es ist ganz mühsam, diese Quellen zu rekonstruieren. Die stammen dann von Geistlichen, die als Missionare das beobachtet haben, oder sie stammen eben halt von britischen Militärs. Und es muss ja irgendeine Form von Gesundheitswesen geben, dass man über von Generation zu Generation diese Form überliefert hat. Aber es ist eine sehr, sehr spannende Frage, die Sie da stellen. Was für ein Verständnis von Immunität müsste eigentlich geherrscht haben? Das ist ja beinahe archaisch. Also jeder Mensch lernt, ich glaube, das ist beinahe fraglos für die ganze menschliche Geschichte. Ich habe Hunger, es drückt im Magen oder man kriegt so Magengrimm, davon abgesehen, dass man auch schlechte Laune kriegen kann. Und dann isst man was und dann tut sich das und das tut wohl, womöglich wird man auch müde. Aber das mit dem Impfen, dass man da so ein, quasi den Erreger einritzt oder damit einen anderen Menschen versehrt, also das ist, finde ich, sehr weitgehend. Durchaus. Das ist ja auch, diese Methode ist im Prinzip das Ritzen, das ist auch bei der Kuhpockenimpfung so beibehalten worden. Die Technik, die stammt also tatsächlich aus der Türkei und aus Nordafrika, diese Art und Weise des Ritzens. Die Innovation dann bei der Kuhpockenimpfung, die bestand nur darin, dass man eben nicht die Menschenpocken nahm, sondern die Kuhpocke. Und dann gab es nicht mehr 2%. Unsere Zuschauerin Josephine Röder-Eigner fragt, ich habe gelesen, schreibt sie uns, dass es in Anatolien vorwissenschaftliche Pockenimpfungen unter Bauern bzw. Hirten gab. Stimmt das? Ja, genau das ist dasjenige, was Mary Wortley Montagu dann in der Metropole gesehen hat. Und das stimmt.
Das ist tatsächlich der Fall. Und das sind eben die Pocken, die Variolation nannten das dann die Wissenschaftler. Aber tatsächlich kommt das aus der Türkei. Soll ich die, ich stelle mal die PowerPoint wieder aus, oder? Ja. Super. Und das nächste Bild können Sie ja auch schon in Vorbereitung haben. Gab es eigentlich gegen diese, wenn man so will, vormedizinistischen Impfungsaktionen, das sind ja eigentlich so kleine Rettungsschritte gewesen, gab das eigentlich auch damals schon, falls es darüber Quellen gibt, Widerstand? Damit will ich aber nichts zu tun haben, du ritzt mich nicht auf, oder? Also in dem Moment, in dem, wir haben keine Quellen zu den frühen Variolationen, bevor das sozusagen die Royal Society eingeführt hat. Was wir haben, sind Quellen, die eben halt sich beschäftigen in den 1750er Jahren mit dieser Technik. Und da gibt es gerade bei den Kirchen eine große Diskussion. Wir müssen ja sehen, in der Zeit ist die Leitwissenschaft ist noch die Theologie. Das wird dann übergehen an die Philosophie und dann irgendwann weitere 50 Jahre später an Naturwissenschaften und Medizin. Aber in diesen Jahren 1750 sind sozusagen die Intellektuellen, die tonangebend sind, die Theologen. Mhm. Und da, die diskutieren darüber, darf man in die göttliche Schöpfung eingreifen? Das ist das größte Thema dabei. Und es ist aber natürlich schon, es ist eine Technik der Aufklärung. Das muss man ganz klar sagen. Das ist also diese vorwissenschaftliche Impfung, die diese Variolation. Hat das Impfen eigentlich immer Segen gebracht? Oder hat es auch, gab es denn für viele Impfängste archaischer oder konkreter oder überlieferter Art, gab es Anhaltspunkte dafür, dass man sich eigentlich auch vorsehen muss vor dem medizinischen Fortschritt? Ich glaube, dass medizinischer Fortschritt immer von der Gesellschaft begleitet werden muss, um Fortschritte zu leisten. Und ich glaube tatsächlich, also wenn wir die Pockenimpfung uns angucken, selbst die Variolation, die ja, also 2% der Impflinge sterben, das ist ja absolut schrecklich. Aber die Kuhpockenimpfung dann war eine Impfung, die tatsächlich dazu geführt hat, dass eben 20% Sterblichkeit sank. Mhm. Also das muss man sich schon vorstellen. Also es war die Haupttodesursache für Kinder in dieser Zeit waren die Pocken und das fiel dann tatsächlich weg. Das sieht man demografisch sehr, sehr schnell. Und selbstverständlich auch die Leistungsfähigkeit von Gesellschaften hat dadurch zugenommen. Vielleicht gehen wir tatsächlich zu der Kuhpockenvakzine. Unbedingt. Ja, das würde ich, dann stelle ich da tatsächlich nochmal eine, oder ich erzähle es vielleicht erstmal. Also Edward Jenner ist ein britischer Arzt gewesen, ganz normaler Hausarzt, der hatte seine Zeitschriften gelesen und da ist so ab 1775 darüber berichtet worden, dass Menschen, die Kuhpocken hatten, dass die Menschen Pocken nicht kriegen. Kuhpocken sind so, die sieht man bei der Kuh am Euter. Und wenn dann diese Kuh gemolken ist, kriegt derjenige, der sie melkt, Melkerin oder Melker, Melkerknötchen an den Händen. Die sehen aus wie eine richtige Pocke, aber sie gehen dann auch wieder weg und sind nicht weiter schlimm, aber hinterlassen eine Narbe. Und Jenner ging hin und nahm den Sohn seines Gärtners und infizierte den mit Kuhpocken. Also genau nach der gleichen Methode, Pockenblase bei der Kuh aufstechen, das Sekret unter die Haut bei dem Kind ritzen, abwarten und dann ab dem 6. Tag hatte er eine pralle Pockenblase und danach ist Jenner hingegangen und nachdem das alles abgeheilt war und hat das Kind mit Menschenpocken infiziert. Also ein Menschenversuch. Und das Kind erkrankte nicht. Und das war dann sozusagen der Siegeszug der Kuhpockenvakzine. Das ist danach wirklich sehr, sehr schnell gegangen, dass in vielen Orten der Welt geimpft wurde. Und Bayern und Hessen sind die ersten Staaten, die 1807 schon eine Impfpflicht eingeführt haben. Und das lief so, nicht? Man impfte ein Kind mit einer Kuhpocke.
guckte am sechsten Tag nach, ob es da Sekret drin gab in der Pockenblase und nahm dann das Kind im nächsten Ort mit, stach da die Blase auf und impfte die anderen Kinder. Also die Bayern sind also quasi nicht Bluts, aber Impfbrüder gewesen. Da, sie haben eben nach den negativen Seiten gefragt. Also das ist natürlich so, dass wenn man dann andere Krankheiten noch hatte, Syphilis beispielsweise oder so etwas, dann holte man sich die natürlich auch über die Impfung. Das ist schon ziemlich hemdsärmlich gelaufen. Wie kann das über eine Impfung passieren? Naja, es wird ja Körperflüssigkeit auch mit übertragen, auf diese Art und Weise. Nicht? Also das Gegenteil von den Kinderkrankheiten sind die sexuell übertragbaren Krankheiten. Die sind so wenig ansteckend, dass man sie sich eben halt nur holt, wenn man Körperflüssigkeiten austauscht. Ich bin ja Mediziner, da drückt man sich dann immer so aus. Aber das ist so, das ist ja der Fall. Und das tut man natürlich, wenn man eine solche Impfung durchführt. Darf ich noch mal ganz kurz zur Impfpflicht in Bayern? Und was war das zweite? Hessen. Nach allem, was man weiß, gab es doch gar keine Melderegister. Also wie konnte man das denn eigentlich durchsetzen? Ja, das ist wirklich sehr spannend. Also man muss sich vorstellen, das ist ja eine Zeit, 1807, in der in diesem Heiligen Römischen Reich deutscher Nationen quasi die, nicht, also das endet da und der größte Teil der Bevölkerung hat einen Herrschaftswechsel. Bayern verdoppelt das Territorium, Württemberg auch, nicht, im Zuge der Napoleonischen Kriege oder dann später eben halt der unterschiedlichen Entlohnung von Fürsten für den Verlust ihrer Richtung Frankreich gelegenen Güter und so weiter. Und diese Impfpflicht, die ist natürlich auch ein Teil des Nation-Buildings von Bayern. Die gehen nämlich hin und übertragen erstmals aus den Kirchenbüchern die Namen der Einwohner und überführen die in Impflisten. Also die ersten Melderegister in Europa haben wir im Prinzip über diese Impflisten. Und Bayern ist dann auch der erste Staat, der eine allgemeine Wehrpflicht einführen kann, wenige Jahre später. Auf Basis dieser Impflisten. Richtig, auf Basis dieser Einwohnermelderegister. Nicht Medikalisierung nennen wir das. Das ist ja sozusagen, dass alle Menschen quasi, die sehen einmal im Leben einen Arzt in dieser Zeit. Und das ist der Impfarzt. Ich habe eine Frage von unserer Zuschauerin. Viele Grüße, Marion Hulverscheid aus dem Nordhessischen. Sind die Pocken unter anderem deswegen ausgerottet, weil es eine gesetzliche Impfpflicht gegen die Pocken gab? Schöne Grüße zurück. Marion Hulverscheid ist eine großartige Medizinhistorikerin. Deswegen, die Frage ist berechtigt. Gibt es sozusagen die Pocken deswegen nicht mehr, weil es eine Impfpflicht gibt? Hätte man das sozusagen auch auf freiwilliger Basis durchsetzen können? Wir haben in Deutschland in der Nähe von Aachen eine Pockenepidemie Anfang der 60er Jahre gehabt. Da waren eben doch nicht alle Leute geimpft. In Heidelberg, im Universitätskrankenhaus, 1958 ein Ausbruch. Es gab die Pocken eigentlich nicht mehr. Aber es kam eben jemand, der in Indien war, brachte die Pocken mit. Und das waren dann immer schon große Ausbrüche gewesen. Man hätte, also einer Krankheit, die so ansteckend ist, wie es die Pocken und wie auch die Masern es sind, da reicht es wohl, wenn 92-93% der Bevölkerung geimpft sind. Das heißt, Hardcore-Impfgegner machen vielleicht 3% der Bevölkerung aus. Wenn man die ausnimmt und dann alle anderen geimpft sind, dann reicht das möglicherweise aus. Das wäre so meine Theorie dazu. Aber die Impfpflicht hat das natürlich befördert. Interessant ist so, es gibt Perioden, wo man sich mit dieser Pockenimpfpflicht, die gab es zur Reichsgründung, also vor 150 Jahren in ganz Deutschland. Aber so in der NS-Zeit beispielsweise, wurde relativ wenig darauf geachtet. Das liegt schlicht und einfach daran, weil die Nazis wollten alles indoktrinieren mit ihrer braunen Ideologie. Und sie haben dann aber darauf verzichtet, die Leute in Gesundheitsfragen massiv anzugehen. Ja, das war also sozusagen, warum? Ja, das ist ganz interessant. In der Weimarer Republik, wenn man da ins Kino ging, dann kriegte man erstmal eine Viertelstunde Gesundheitsaufklärungsfilme vorgesetzt.
hygienische Volksbelehrung hieß das. Da war die Vorstellung, der Rest der Vorstellung war dann steuerfrei. Ein Vieh, die Lustbarkeitssteuer. Der deutsche Kulturfilm ist etwas Schreckliches, was da entstanden ist. Und dieser deutsche Kulturfilm, der wurde aber dann komplett ersetzt in der NS-Zeit durch die Wochenschau. Also alles Ideologische sollte destilliert in der Wochenschau vorgesetzt werden. Und ansonsten sollte sich das Publikum amüsieren während der Aufführung. Also sozusagen Ideologie kam natürlich in NS-Filmen auch vor, aber es war sublim. Also man sieht selten, sogar Hakenkreuzfahren sieht man kaum in diesem Film. Das ist ganz interessant. Ein Konzept, ein Propagandakonzept. Das andere war denen wichtiger. Also das heißt, Impfpflicht konnte auch kontraproduktiv sein für das, was man die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung nennen könnte. Es kommt drauf an, also was die Pocken anbelangt, da war das ja nun wirklich sehr erfolgreich. Aber es wird ja jetzt diskutiert sehr, sehr heftig über die Impfpflicht gegen die Masern. Und tatsächlich gibt es doch recht drakonische Maßnahmen, die schon getroffen sind. Also man muss gegen die Masern geimpft werden sein, wenn man in den Kindergarten aufgenommen werden will, an den meisten Orten. Das hat gute Gründe, weil die Masern sind eine Krankheit, die schutzlos diejenigen aussetzt, die sich nicht impfen lassen können. Nicht? Also Säuglinge, die noch keine Immunität dagegen haben, oder Menschen mit Immunsuppression, also die sozusagen besonders anfällig sind für Krankheiten, die sich deswegen nicht impfen lassen können. Und die Masern impft man für jemand anderen. Das ist ganz klar. Und es gibt natürlich immer noch, jeder 500. stirbt daran. Ein bisschen gesprungen. Können Sie uns ein bisschen mehr über Masern und andere große, wie sagt man, Volksepidemien berichten? Also ich hatte, glaube ich, als Kind Masern und dann waren sie vorbei und gut ist. Ja, richtig. Das ist tatsächlich auch eine Krankheit, die man ganz gut überstehen kann, aber es stirbt eben halt in diesen Breiten stirbt jeder 500. daran. Und es gibt auch so eine langsam schleichende Hirnhautentzündung, die man sich durch die Masern holen kann. Das passiert, die Kinder überstehen die Krankheit ganz, ganz gewöhnlich, aber plötzlich treten Lähmungserscheinungen auf. Und das führt zwangsläufig zum Tode und ist natürlich eine schreckliche Geschichte. Bei den Masern ist es wirklich spannend, sich aber dann mal 100 Jahre zurückzuversetzen. Denn damals starb jedes 50. Kind an den Masern. Warum das? Die Leute hatten Vorerkrankungen. Die Kinder hatten zu einem Drittel Rachitis, das ist so eine Ernährungsmangelkrankheit, Vitamin-D-Mangel. Dann kam sozusagen kein Kalzium in die Knochen und der Knochenbau veränderte sich. Dadurch waren die geschwächt. Die meisten hatten Tuberkulose, nicht? Knochengelenktuberkulose, Haupttodesursache für Kinder und Jugendliche zwischen 9 und 15 Jahren, in der Zeit vor 100 Jahren. Und wenn jetzt so ein Kind, das ist also sozusagen deswegen 1:50. Mhm. Und in den reichen Stadtvierteln gab es 20 Mal weniger Maserntote als in den armen Stadtvierteln. Das heißt, es hat mit Mangelernährung und mit all diesen Vorerkrankungen zu tun. Der Begriff Vorerkrankung taucht ja jetzt bei Corona auch wieder auf. Ja. Und das, also die Masern sind deswegen auch so spannend, weil so ein Corona-Bekämpfungskonzept aus dieser Zeit auch stammt. Also es ist ein Arzt in München, das war ein Assistenzarzt in einem Kinderkrankenhaus, und der stellte fest, die Kinder werden mit schweren Erkrankungen aufgenommen, dann kommen die zu uns ins Krankenhaus und kriegen dort die Masern und dann sterben die daran. Viele Eltern gaben aus gutem Grund ihre Kinder nicht in Krankenhäuser, weil sie da sich dann die Masern holten. Man hielt dann eben ein schwaches Kind am besten zu Hause, wenn man es schützen wollte. Und er ist dann auf die Idee gekommen, den Kindern, die Masern gerade überstanden hatte, Blut abzunehmen und dieses Blut dann den Neuankömmlingen zu spritzen in den Po-Muskel. Und die waren dann immun für ein paar Tage. Rekonvaleszentenserum nennt man das. Eine absolut hemdsärmelige Methode. Aber als die Berichte aus Bergamo kamen, jetzt Covid-19, im März letzten Jahres, da wurde plötzlich mal berichtet, dass ein
Flugzeug aus China gekommen sei mit Serum von Patienten, die Covid schon überstanden hatten. Mhm. Dieses Rekonvaleszentenserum. Und feiner ausgearbeitet sind das die monoklonalen Antikörper, nicht? Die Antikörper gegen Corona. Und das ist das, was Herr Trump und seine Apanage in den USA bekommen haben. Also ist durchaus schon der Verdacht da, dass das wirksam sein könnte. Gegen die Masern war es enorm wirksam und Deckwitz, der das ausgedacht hatte, der kam dann hier nach Hamburg und wurde da Leiter der Kinderklinik. Und er hat dann das weiterentwickelt zur Masernimpfung. Und die hat ihm auch selbst das Leben gerettet, weil er hatte sich disrespektierlich über den Nationalsozialismus geäußert 1943. Und dann war er von seinem Kollegen, dem Leiter der Hautklinik, Herrn Mulzer, denunziert worden. Sollte hingerichtet werden und ist aus propagandistischen Gründen nicht hingerichtet worden, sondern nur ins Zuchthaus gesteckt worden, weil er eben halt der Erfinder der Masernimpfung war. Ganz spannende Person. Ja. Ihr fragt Gabi Völkel, wie sieht es bei der Impfpflicht, also das beschäftigt unsere Zuschauer offenbar sehr, Pflicht, Mobilisierung, Selbstsorge. Wie sieht es bei der Impfpflicht zur Kinderlähmung aus? Hat diese bewirkt, dass die Kinderlähmung gegen Null geht? Das ist eine total spannende Frage mit der Kinderlähmung. Herr Osten, das ist doch die mit dem Stück Würfelzucker, richtig? Richtig, nicht? Die ja, das fand ich als Kind toll. Ja, das ist, also ich kann mich auch noch wirklich dran erinnern. Mhm. Gelbe Schule, gelbes Schulgebäude und da meine Grundschule und da wurde irgendwann dieser Würfelzucker ausgegeben. Das ist eine sehr spannende Geschichte. Also die erste Kinderlähmungsimpfung, das war ein Totimpfstoff. Also wir haben Lebend- und Totimpfstoffe, kann man unterscheiden. Der Totimpfstoff ist also sozusagen der echte Erreger, der abgetötet ist, dass er nichts Böses mehr machen kann. Und das ist in den USA auf den Markt gekommen. Da gab es eine fürchterliche Katastrophe, dass da nämlich lebende Polioerreger dabei waren. Und es sind 10 Kinder an dieser Impfung gestorben. Und ganz viele haben auch Lähmungserscheinungen gehabt. Das ist eine ganz krasse Geschichte. Ich kann mal vielleicht währenddessen kurz den Bildschirm nochmal freigeben und ein Bild zeigen, damit man sich so ein bisschen eine Vorstellung von dieser Behandlung machen kann in dieser Zeit. Ich bin jetzt ganz schnell über vieles weg. Das ist aus einer Dissertation, die noch gar nicht erschienen ist, von einer großartigen Doktorandin, Frau Wolke, und die hat dieses Bild gefunden. Das ist eine Station hier in Hamburg, wo diese eisernen Lungen stehen, diese Beatmungsgeräte, in denen die Kinder mit der Polio lagen. Polio ist eine Krankheit, Polio heißt grau, das graue Rückenmark ist da, die graue Substanz ist da, Nervensubstanz ist da betroffen. Und es ist eigentlich eine ganz normale Grippe, aber bei einem hohen Prozentsatz der Patienten kommt es zu Lähmungserscheinungen bis hin zur Atemlähmung und dann erstickt man. Und man kann aber diese Lähmungs, die lassen dann zum Teil auch wieder nach, die Lähmung. Und diese Phase wird dann in dieser eisernen Lunge überbrückt. Das war eine Methode, bis in die 60er Jahre hinein Kinder zu beatmen. Und in den USA kam dann eben halt 1955 kam man auf diesen Totimpfstoff und da gab es eben diese Impfkatastrophe. Und in dem gleichen Impfteam gab es einen weiteren Mitarbeiter, der dann in der Sowjetunion, also ein amerikanischer Wissenschaftler, der in der Sowjetunion dann mit Lebendimpfstoff experimentiert hat. Und dieser Lebendimpfstoff, das ist die Schluckimpfung, die wir gekriegt haben, wir beide. Und ich mache das Bild wieder weg, das mit der Freigabe muss ja nicht die ganze Zeit da laufen. Das Interessante dabei ist, dass bei der Schluckimpfung, das ist eine Polio, die man da bekommt. Das ist ein Lebendimpfstoff, der aber eben halt diese Lähmungserscheinungen nicht macht und noch nicht mal diese Grippesymptome. Aber sie scheiden ihn auch aus. Nicht? Also hätte man jetzt, da brauchte man keine Impfpflicht, denn Klein Erna, die auch auf die gleiche Toilette gegangen ist in der Grundschule, in Hamburg oder in Düsseldorf, wo ich zur Grundschule gegangen bin, die hat sich das dann auch geholt. Man hat das experimentell tatsächlich evaluiert. Da gab es einen Antrag in einem Bremer Kinderheim, die eine Hälfte zu impfen und die andere Hälfte nicht. Das war in einer Zeit, wo man noch nicht wusste,
ob dieser Erreger sich nicht dadurch noch neu bildet. Das war nämlich das, was immer gesagt wurde. Es kam ja aus dem Osten, die DDR hatte es erst, war also höchst suspekt. Und da war selbstverständlich dann die Frage, ist dieser Erreger sicher? Und das ist in einem Bremer Kinderheim ausprobiert worden. Berlin ist überhaupt, ja. Was kam dabei heraus in Bremen? Es kam dabei heraus, dass am Ende alle Antikörper gegen die Polio hatten, die Ungeimpften wie die Geimpften, weil sie sich sozusagen mit der Impfpolio angesteckt hatten. Das heißt, wir brauchen bei dieser Art Impfung braucht man keine Impfpflicht. Das kriegen dann alle. Also das verteilt sich einfach flächendeckend. Nicht. Man muss sich keine Sorgen machen. Ist das ja eigentlich ein Segen, dass es so funktioniert? Ne? Ja, das ist natürlich das Beste, ja. Aber es ist natürlich, man weiß dann eben halt nicht, dass der andere dann auch geimpft ist. Aber so funktioniert das. Es ist schon ganz spannend. Jetzt eine Frage von Martin Richli. Können Sie uns sagen, etwas zu der Häufigkeit von Impfschäden? Ja, Impfschäden werden sehr, sehr genau beobachtet durch das Robert-Koch-Institut. Das Robert-Koch-Institut kriegt sozusagen, jeder Impfschaden muss gemeldet werden. Und selbstverständlich sind ja Impfungen Therapeutika, die eine große Menge von gesunden Menschen verabreicht bekommen. Also deswegen muss eine Impfung besonders sicher sein. Wenn Sie eine Impfung haben, wo nicht, also manche Leute packen ja die Beipackzettel aus von ihren Medikamenten und lesen die. Und da steht drin, häufige Nebenwirkungen, sehr häufige Nebenwirkungen, selten, ganz selten und so weiter. Und unter den ganz seltenen, das ist einmal bei 10.000 Fällen. Mhm. Aber wenn Sie das bei einer Impfung haben, ist das verheert. Ja, also das ist denn zu oft? 1 zu 10.000? Nein, selbstverständlich nicht. Selbstverständlich nicht. Sie haben da sozusagen auf bei Krankheiten wie den Masern gibt es sozusagen diese Slow-Virus-Infektion davon. Das ist zwischen 10 und 100 Millionen. Das ist also so ein sehr, sehr geringer, sehr, sehr geringer Anteil. Es wäre verheerend, wenn es anders wäre. Liebes Publikum, Sie können übrigens, viele machen das auch schon, Sie können uns Fragen stellen an taztalk@taz.de. Wir haben interessanterweise auch inzwischen in diesen 37 Minuten gelernt, dass viele offenbar von ihren Smartphones zugucken. Die Medienwelt wird immer komplizierter und diverser. Reden wir doch mal ein bisschen über das Aktuelle. Also ist die Situation im Moment mit den Corona-Impfung, also die ganzen Anlässe, die dann plötzlich in ARD und ZDF Brennpunkte oder Sondersendungen bewirken, ist das gerechtfertigt oder sind die Leute überungeduldig? Wie soll man das fassen? Das ist natürlich schwer zu sagen. Man sieht, dass im Prinzip Großbritannien ist ja ausgeschert, hat einen Impfnationalismus gepredigt und dort werden viele Menschen geimpft. Und sie sind da deutlich weiter, als wir es sind. Ich sehe das ja positiv, weil meine Tante, die ist da jetzt auch gerade 80 geworden, die ist jetzt geimpft. Das ist schön. Ja? Aber es ist natürlich so, dass wir auf diesem Erdball nicht alleine sind. Das ist eine Pandemie. Wenn wir jetzt sozusagen hier impfen, ist es am anderen Ort noch da. Wenn wir jetzt sozusagen die Grenzen nicht dicht halten wollen, dann ist es tatsächlich etwas, was doch sehr komplex ist. Und deswegen habe ich mich natürlich erst darüber gefreut, dass zumindest eine gemeinsame europäische Lösung getroffen worden ist, die aber natürlich selbstverständlich wie immer den globalen Süden ausgenommen hat. Und jetzt sozusagen zu sagen, wir wollen hier die Ersten sein, das halte ich nicht für richtig. Das ist einfach schlicht und einfach nicht der richtige Weg. Wir haben aber natürlich auch noch unterschiedliche Perspektiven. Wir können ja auch mal ganz ehrlich darüber sprechen, dass dieser Impfstoff, den wir haben, da wissen wir noch nicht, ob er eine bestimmte Eigenschaft hat, nämlich die sogenannte sterilisierende Immunität. Was soll das bedeuten? Das klingt bedrohlich. Das klingt bedrohlich, sterilisierende Immunität, deswegen wird das auch nicht benutzt, dieser Begriff, weil das ja, um Gottes Willen. Aber das bedeutet, dass man den Erreger auch nicht weitergeben kann. Nicht? Also
ich impfe mich gegen Polio und dann kriege ich das und dann habe ich das trotzdem und gebe das weiter. Aber selbst sterbe ich nicht dran oder werde noch nicht, merke es möglicherweise noch nicht mehr. Das ist natürlich gut für mich, aber es ist für die anderen schlecht. Sonst ist ja das Konzept bei der Impfung immer, man impft sich nicht für sich selber, sondern man impft sich für die anderen. Das ist der Grund, weswegen sich Pflegepersonal in den Krankenhäusern impfen lässt. Ja? Das ist, die impfen sich nicht gegen die Grippe, weil sie es selbst nicht haben wollen, sondern sie impfen sich gegen die Grippe, damit die Patientinnen und Patienten das nicht kriegen. Aber hier ist es jetzt anders. Deswegen fangen wir mit der älteren Bevölkerung an, mit den Leuten, die eher Vorerkrankungen haben. Die sollen als erstes diesen Impfstoff haben. Sonst wäre ja das Beste im Prinzip der jungen Bevölkerung, den Impfstoff zu geben, die sich treffen wollen und die jetzt endlich sozusagen mal wieder sozusagen in einer engen Bar zusammensitzen wollen. Das ist das, was man im Prinzip eigentlich auch machen würde, wenn wir wüssten, es gibt sozusagen die Weitergabe des Virus nicht. Wir sind aber jetzt in genau dieser Lage. Und dementsprechend wissen wir noch nicht, ist der nächste Impfstoff, der kommt, ist der möglicherweise, was das anbelangt, besser. Es ist eben halt, wir können ja nichts anderes, als mit etwas, was noch nicht so weit getestet ist, dass wir das nun wissen, arbeiten. Deswegen ist die Entscheidung von den entsprechenden Stellen in Europa und auf europäischer und auf nationaler Ebene natürlich eigentlich richtig gewesen. Jetzt sozusagen noch nicht gleich das mit einem Impfstoff zu machen, zu gucken, ist der andere da nicht vielleicht besser? Denn dann die Leute nochmal zu motivieren, zum Impfen zu gehen, nur damit sie es nicht weitergeben, das wird nicht so leicht sein. Aber nochmal vorgeschaltet, Sie sind ja nun sowohl eine Kapazität als auch eine Autorität auf dem Feld, aber Sie lassen sich impfen. Ah ja, auf jeden Fall lasse ich mich impfen. Aber ich würde mich natürlich, wenn ich die Wahl hätte, eher mit einem Impfstoff impfen lassen, wo ich weiß, da gebe ich es nicht weiter. Na klar, aber erstmal ist der Impfstoff so wie, oder die Stoffe, die da sind, sagen, man kann selber nicht schwer erwischt werden. Da kann man doch nur sagen, immerhin, oder? Ja, selbstverständlich. Also es wäre ja töricht, das nicht zu tun. Wir müssen aber dann doch nochmal zurückkommen auf Impfschäden. Also es gibt ja ein Land, das kennen wir ein bisschen spezieller, das ist Schweden. Und da hat es eine schwere Impfschadenshaverie gegeben vor einigen Jahren. Können Sie uns dazu was sagen? Und ist das nicht verständlich, dass es dort eine weithinnige Impfskepsis gibt? Naja, vielleicht kann man ganz kurz noch eine Sache vorschalten. Schweden hat ja auf der einen Seite eine Impfskepsis, aber auf der anderen Seite haben sie ja den Lockdown nicht gemacht. Das ist ja wieder was anderes. Also ja, zwei unterschiedliche Dinge, die da passiert sind. Kurz zu diesem Impfzwischenfall. Zwischenfall ist gut gesagt. Das ist eine ziemliche Katastrophe gewesen. Das ist eine Katastrophe, genau. Ja. Wir erinnern uns an die Geflügelpest, die sogenannte. Das ist also sozusagen eine Geflügelgrippe gewesen, die genauso aussah wie dieser Erreger der spanischen Grippe, in der ja aller Wahrscheinlichkeit nach 50 Millionen Menschen gestorben sind vor 100 Jahren. Und da dieser Erregertyp da wieder kam und auf die Menschen überging, hat man also massiv Impfstoff gekauft. Und es gab auch da einen Wettlauf darum, so schnell wie möglich diesen Impfstoff zu haben. Und bei einem dieser Impfstoffe, die in Schweden und in Irland verabreicht worden sind, da war es so, dass da tatsächlich ein Antikörper sich gebildet hat oder sehr, sehr stark vorhanden war, da hatte man nicht richtig geguckt, der auf einen Rezeptor im Gehirn reagiert. Nicht bei den Leuten, die gesund sind, aber bei Leuten, die in irgendeiner Weise eine Hirnhautentzündung haben und so etwas entwickeln. Das Schlimme ist, auch wenn sie im Laufe ihres Lebens, die Geimpften, eine Hirnhautentzündung entwickeln, kann das entstehen. Und es sind natürlich Millionen Menschen dagegen geimpft worden, sodass insgesamt jetzt um die 1500 Personen davon betroffen sind, die also eine sogenannte Narkolepsie haben, die also Schlafanfälle haben. Mhm. Und das beeinträchtigt natürlich die Lebensqualität dieser Menschen ganz massiv. Das ist also ein ganz
wo der Staat verantwortlich ist, nicht? Der Staat haftet für Impfzwischenfälle. Also alles, was in Deutschland von der STIKO, Ständigen Impfkommission, empfohlen ist, wenn man sich dagegen impft, dann gibt es eine staatliche Haftung dafür. Und in Schweden ist es so, dass die natürlich eher so ein Präzedenzfallrecht haben, aber das spielt eine große Rolle. Jetzt ist aber Schweden hat diesen Sonderweg gegangen, dann den damit zu entschuldigen, sozusagen nicht in den Lockdown zu gehen, das ist eher ein bisschen schwierig. Denn nicht in den Lockdown gehen bedeutet ja, die gerade vulnerablen Gruppen, also die Leute mit den Vorerkrankungen Covid-19 auszusetzen. Ja. Und das ist tatsächlich eine ideologische Frage, nicht? Also es ist sozusagen klassischer Utilitarismus. Also wir gehen hin und ja klar, diejenigen, die sozusagen produktiv sind, die jung sind, die haben eine viel geringere Chance, an dieser Krankheit zu versterben. Wir haben diese Tendenzen ja auch in Deutschland. Also neulich war auf Bild Online, das ist im Prinzip das genaue Gegenteil von dem, was Sie jetzt hier machen, gab es also sozusagen einen Videoclip, das hieß Abrechnung mit dem RKI. Und diese Abrechnung sah so aus, dass also nach einer Pressekonferenz des Robert-Koch-Instituts ein junger Journalist sich hinstellte und meinte, 90% der Menschen, die an Corona versterben, sind Insassen von Pflegeheimen. Tatsächlich ist es so, dass 90% der Corona-Toten in diesem Land, 89%, über 70 Jahre alt sind. Und dieser junge Mann meinte halt, ab 70 ist man automatisch im Pflegeheim, und damit schwang natürlich diese Vorstellung, dass das ja nicht so schlimm sei, wenn die sterben. Aber auch wenn man alt ist, hat man ein Leben. Ja, meine Chefredakteurin Ulrike Winkelmann hat das neulich in einem Corona-Talk, den wir zu einer Sonderausgabe der Taz veröffentlicht haben, genau das sehr verlässlich gemutmaßt. Also das mit den Pflegeheimen und das mit den Alten erstört am Ende des Tages denn doch nicht so viele. Also das ist ihre sehr starke Vermutung, und mir ist wenig eingefallen, um mir diesen Gedanken auszureden. Ja, aber man muss ja schon sagen, wir sind in den Lockdown gegangen, es gab die Diskussionen darüber. Wir haben, also das ist ein bisschen, wo die Medizingeschichte da helfen konnte, indem man aus der Zeit der spanischen Grippe die alten Zeitungen hochgeholt hat und gesagt, also es gab keine Straßenbahnen, es gab keine Schulen, weil es einen sekundären Lockdown gab, nicht? Also es war sozusagen, wenn die Leute krank sind, dann gibt es auch einen Lockdown. Und das konnte das so ein bisschen befördern. Aber ansonsten kann man ja schon sagen, dass die Hauptraison war, tatsächlich diese vulnerablen Gruppen nicht preiszugeben. Und das ist auch gegenwärtig noch die Linie, habe ich den Eindruck. Und die lohnt es sich zu verteidigen, weil wir damit selbstverständlich auch ganz viele andere Positionen aufgeben würden, wenn wir das preisgeben würden. Herr Osten, Michael Josef Rittel fragt völlig zu Recht, danke für die Frage, Impfen und MS. Ist das ein Problem? Oh, das ist, ich bin Medizinhistoriker. Und deswegen kann ich das sozusagen nicht beantworten. Wenn man eine Multiple Sklerose hat, welche Impfungen empfohlen werden, welche nicht. Ich würde tendenziell sagen, dass eher Impfungen empfohlen werden für alle Personen, die eben halt ja auch deswegen alleine stärker dem ausgesetzt sind, weil sie sich in die Nähe von Krankenhäusern und Ärztinnen und Ärzten begeben müssen. Mhm. Aber es gibt natürlich so Theoretiker, die sagen, dass Multiple Sklerose durch Impfungen hervorgerufen würde. Das ist Schmu. Ja, habe ich bisher auch nicht anders gelesen. Es gibt, und Jens-Michael Lehmann fragt, hat die mRNA-Technologie, also das heißt der Impfstoff über BioNTech, Pfizer und CureVac und auch, glaube ich, Moderna, hat die mRNA-Technologie das Potenzial, die durchschnittliche Lebenserwartung von uns Menschen signifikant zu erhöhen, weil zum Beispiel Schäden im Körper, welche durch relativ harmlose Viren verursacht werden, verhindert oder reduziert werden können? Ich darf
meinen kleinen Klingelton ankündigen, ich hier noch einflechten. Ich höre aus meinem Freundeskreis überall, ja, das war kein tolles Jahr mit Corona, aber interessanterweise habe ich auch keine einzige Erkältung gehabt, keinen einzigen grippalen Anfall. Ich nehme an, das geht Ihnen ähnlich. Nee, leider nicht. Aber die, wir müssen uns ja immer testen lassen in dem Klinikum, in dem ich arbeite, dem UKE ist. In dem Moment, in dem wir irgendwie nur ein bisschen Triefnase haben, müssen wir uns bei Eiseskälte vor so ein Partyzelt stellen, wo dann ein Abstrich mit uns gemacht wird. Und da war ich schon zweimal, weil ich eine Triefnase hatte. Aber war nicht so schlimm. Aber dennoch, man hat es natürlich seltener, wenn man eben halt diesen Mundschutz auf hat, aber die Kinder bringen uns dann eben doch nach Hause. Jetzt war aber eben noch eine andere Frage davor. Nein, die Frage war, ob dadurch, dass die ob die Lebenserwartung, weil man durch mit mRNA-Impfstoffen. Ja, genau. Ja. Das ist eine, wenn Sie auf die Website der Firma BioNTech gehen und sich da sozusagen das, was die Presseabteilung da predigt, angucken, dann ja. Da geht es nicht so unbedingt um die Viren, sondern diese mRNA, die Nukleotide, die da sozusagen verabreicht werden, die führen, das ist ja sozusagen ein Kit, den Sie bestellen können. Nicht? Also dieser Impfstoff, den könnte man sich selber zusammenbrauen, weil man sich das liefern lassen kann, diese kleinen Nukleotid-Schnipselchen. Das kann man gentechnologisch herstellen und da sozusagen die Auswahl treffen. Und die Vorstellung ist natürlich, dass man beispielsweise die Dendriten, das sind auch sozusagen Ausstülpungen von Krebszellen, identifizieren könnte und auf diese Art und Weise mit mRNA-Impfstoff gegen Krebs vorgehen kann. Dann bilden die Zellen selbst einen Antikörper, der gegen Krebs agiert. Es gab ja immer den Witz, dass man Menschen zum Mond schicken kann, aber gegen den Schnupfen sei kein Kraut gewachsen. Coronavirus, die Gruppe der Coronaviren sind ja, die harmlosen davon, sind ja auch für jeden zehnten Schnupfen verantwortlich gewesen. Mhm. Und die kann man dann natürlich auch, könnte man auch mit Impfungen behandeln. Wäre aber doch ein bisschen großer Aufwand. Und Calendula fragt, wir gehen noch mal ein bisschen tiefer in die Geschichte rein. Friedel vertritt in seiner Kulturgeschichte, dass die Moderne im Grunde genommen durch die Pest angestoßen wurde. Können wir erwarten, dass Corona eine Art Zeitenwende anstößt oder katalysiert? Herr Egon Friedel, der schreibt diese Kulturgeschichte der Neuzeit, da beginnt er mit kurz nach der spanischen Grippe. Nicht? Es ist 100 Jahre alt. Ja. Er schreibt im Prinzip bis 1930. Der ist ja eigentlich Dramatiker gewesen und auch Schriftsteller, großartige Persönlichkeit, der sich, als die Nazis in Wien einmarschierten, vom Balkon gestürzt hat. Und diese Kulturgeschichte der Neuzeit, die lässt er mit der Pest beginnen. Er sagt, der Beginn der Neuzeit ist die Pest. Er sagt aber auch was anderes, ganz Interessantes, dass jedes Zeitalter die Seuche hat, die es hervorbringt. Die Pest kommt in der Zeit, in der die Handelswege sich ausbauen. Dann kommt die Pest. Und das ist tatsächlich etwas, was eng miteinander zusammenhängt. Wenn wir uns das jetzt angucken mit Covid-19. Ja, was soll es bedeuten? Richtig, ein bisschen neben dieser Frage, aber auch nach Friedel, ja, sozusagen Covid-19 betrachtet. Wir hätten diese Krankheit vor 15 Jahren nicht so betrachten können. Wir hatten nicht die Nachweismethoden. Es gibt seit den 90er Jahren gibt's diese PCR-Methoden, nicht? Also das, was wir jetzt nutzen mit dem Stäbchen im Rachen. Aber das wäre so teuer gewesen, dass man nicht eins zu eins diese Pandemie verfolgen hätte können. Erinnern wir uns an HIV-AIDS. Da hat es 5 Jahre gedauert, bis es einen ersten ELISA-Test gab gegen HIV-AIDS. Und der sprang dann an 3 Wochen nach der Exposition. Ja? Das heißt also, das war in den 80er Jahren. Nach 3 Wochen ist Corona normalerweise vorbei. Wenn man es gut übersteht, ist 14 Tage nach der Infektion schon Schluss. Das wäre also gar nicht so nachzuverfolgen gewesen. Also das ist Wissenschaftsgeschichte, nicht? Also das ist das Interessante, dass wir das so gar nicht sehen können. Und was verändert sich in der Gesellschaft dadurch? Nassini, der Soziologe, der sagt, es ist also sozusagen, die Wirtschaft orientiert sich um.
da gruppiert sich eine Menge um. Es wird viel, viel neu gemacht. Ich war jetzt gerade hier in unserer Bäckerei nebenan, die haben umgebaut, die haben das genutzt, um sozusagen die Räume zu machen, aber die großen Industrien, die tun das natürlich auch. Die Telekommunikation hat sich total verändert. Nicht? Also vorher haben wir doch nie diese Videotelefonie gemacht. Ich glaube, dass sich gesellschaftlich sehr, sehr viel verändert. Aber man muss natürlich auch sagen, diese Veränderungen durch die Pest waren hervorgerufen, dadurch, dass plötzlich ein Drittel der Bevölkerung nicht mehr da war, 1348. Das heißt, danach gab es eine große wirtschaftliche Erholung, weil genug zu essen für alle da war. Das ist etwas, was wir jetzt nicht sehen werden. Also meine Hoffnung ist natürlich, dass wir globale Gesundheit zu einem viel, viel wichtigeren Thema machen. Ja, das ist das. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, die chinesische Regierung, die guckt nach Afrika. Die versucht, Impfstoffe zu liefern. Das ist alles etwas, was wir jetzt, wir sind in so einen Kokon gegangen, und bemerken das nicht mehr. Also die volle gesellschaftliche und auch philosophische Bedeutung dieser Seuche kann ich noch nicht erfassen. Aber man kann sich natürlich sowohl negative als auch positive Folgen vorstellen. Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht ist die historische Expertise in der Zeit, über die man dann eine historische Expertise erstellen will, vielleicht ist sie gar nicht möglich. Vielleicht können wir da auch erst in 50 Jahren drauf gucken. Also was das in diesem Jahr, im vorigen Jahr mit uns, mit Gesellschaft gemacht hat. Vielleicht ist es auch zu früh, Befunde zu formulieren. Ja, ich meine, es ist natürlich auch immer die Frage, es geht immer die Narration, es ist vorbei, wenn die Impfung da ist. Corona wird bei uns bleiben, das ist völlig klar. Und es wird aber natürlich auch diese Vorbereitung auf andere Seuchen, die wird eine große Rolle spielen. Mhm. Ja, das hängt mir so, dann kommen wir nochmal auf eine allerletzte Frage. Wir sind mittendrin in der Corona-Pandemie und jetzt lese ich in anderen Medien, ich weiß gar nicht, ob das in unserer Zeitung war, aber in anderen Medien, ja, wir sollen uns jetzt nicht so gewiss sein und es werden noch andere Pandemien kommen. Das klingt wie so eine Drohung. Ich denke dann immer, ja, Gott, es werden andere Sachen kommen, aber das sehen wir dann. Und ist das nicht ein bisschen verfrüht, in so einen apokalyptischen Duktus zu verfallen? Ja, das ist natürlich etwas, was man auf der einen Seite ist es natürlich Blödsinn und auf der anderen Seite stimmt es. Nicht? Also es gibt dieses Friedrich-Löffler-Institut, das ist die Insel Riems in der Ostsee. Herr Mettenleiter ist der Leiter dieser Institution und der vertritt das Konzept, das heißt One Health. Menschen, Tiere, das ist eine Gesundheit. Es gibt 300.000 unentdeckte Viren im Tierreich, die uns irgendwas anhaben könnten. Da Vorkehrungen zu treffen, ist gar nicht so falsch. Nicht? Also es ist sozusagen es war schon klar, wenn etwas kommt, was so ansteckend ist, was nicht gleich tödlich ist wie SARS-1, das kann man schnell containen. Aber dass das 45 Tage braucht, um den Erdball zu gehen, ist genau eingetroffen, diese Prophezeiung. Aber da kann man natürlich auch etwas gegen tun. Da kann man vor allen Dingen was gegen tun, indem man Vorerkrankungen verringert. Nicht? Wenn Sie sich jetzt vorstellen, in einer Gesellschaft in Indien, wo die Vorerkrankungen genauso sind, wie sie hierzulande vor nicht allzu langer Zeit waren, im glorreichen Kaiserreich, nicht? Wo 25% Säuglingssterblichkeit existierte in diesem Land. Das ist in anderen Ländern heute so. Und dagegen muss man etwas tun. Nicht? Also die Widerstandsfähigkeit ist ja nicht nur, dass man den Erreger bekämpft, um die Flugreisenden aus dem Westen zu schützen, sondern man muss vor Ort diese Krankheiten bekämpfen. Und das ist eine riesengroße Aufgabe, die eine Weltgemeinschaft und eben auch eine Weltgesundheitsorganisation zu leisten hat, die man aufwerten muss. Letzte Frage. Sind ja viele Pietisten unterwegs, die auch gegen das Impfen wettern, die teils auch eine Skepsis kultivieren, die fast bis zu einer psychischen Vergiftung gehen. Was halten Sie davon, dass Leute jetzt so diese
Impfskepsis, diese Impfablehnung so kultivieren können? Also es gibt immer Leute, die das aus religiösen Gründen tun. Es herrscht Religionsfreiheit und es gibt sozusagen, das ist aber ein ganz geringer Teil. Aber es ist dieser vergiftende Aspekt. Schon in den 1850er Jahren hat man krasse antisemitische Motive bei der Impfgegnerschaft. Das war ganz simpel sozusagen das Kalb Gottes. Das war sozusagen die Analogie, die man nahm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich davon selbstverständlich erschüttert bin und auf der anderen Seite sehe, dass sehr, sehr viele politische Kräfte das instrumentalisieren. Man hat das bei Herrn Trump in den Vereinigten Staaten gesehen und man sieht es hier bei der AfD, die eben halt damit geht und damit natürlich auch wieder in ein allgemeines Gewerber, aus einem allgemeinen Gewerber heraus wieder neue Kraft zieht. Und das wird instrumentalisiert. Überall, wo die Menschen unsicher sind, wird so etwas instrumentalisiert. Und deswegen spielt Aufklärung eine so riesengroße Rolle. Und das ist auch, in den Medien hat es einen Wandel gegeben. Ja? Früher hätte niemand komplexe Ausdrücke in 45 Minuten langen Podcasts laufen lassen. Und heute können Sie nach den Podcasts mit Herrn Drosten einen Virologietestat in der Fußgängerzone abhalten, habe ich so den Eindruck. Und die Leute verstehen es. Das ist nicht so, wenn man sich verständlich ausdrückt, dann lassen sich auch ganz komplexe Zusammenhänge erklären. Und Journalismus spielt da natürlich auch eine ganz große Rolle. Das ist eine riesengroße Verantwortung. Liebes Publikum, den Weg in puncto Aufklärung hat uns Philipp Osten, Medizinhistoriker an der Uniklinik Hamburg, heute ein Stück weit gewiesen. Ich fand das wahnsinnig erhellend. Wir könnten wahrscheinlich auch noch mehrere Stunden weiterreden. Er wird im Übrigen, stimmt das noch, eine Ausstellung zu Corona dieses Jahr in seinem Institut im Medizinmuseum Hamburg ausrichten. Da sind wir gespannt. Also quasi eine Ausstellung im Moment des Geschehens. Das klingt alles wahnsinnig spannend. Und alle Angaben finden Sie bei uns in der Taz, aber selbstverständlich auch über die Website des UKI in Hamburg. Ich bedanke mich sehr. War ein großes Vergnügen. Ich danke Ihnen sehr. Vielen Dank für die Einladung. Ja, liebes Publikum, und Sie können Ihre Fragen noch weiterstellen. Wir leiten die weiter. Teilweise werden dann auch unsere Corona-Fachredakteurinnen beantworten können, was Sie uns fragen. Und dann will ich noch mal einen kleinen Werbeblock einleiten. Wir leben von Tatalich und spenden Sie uns. Das tut uns gut. Das macht diesen Taz-Talk als Institution inzwischen auch weiter möglich. Und falls Sie sowieso den Taz-Talk angucken, übermorgen können Sie super spontan anberaumt. Mein Asien-Redaktionskollege Sven Hansen wird den 96. Taz-Talk ausrichten. Um 19 Uhr wieder schalten Sie ein, und zwar zum Thema Myanmar, die Aufstände, der Militärputsch und die Folgen. Dankeschön. Und jetzt noch We Never Walk Alone. Meine beiden Kolleginnen Peter Rohrmann und Luisa Faust, die hinter der Kamera an der Technik saßen. Dank euch. Adieu. Tschüss, vielen Dank. Ciao. Bye-bye.